Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, was Exception Tunneling in Java ist. Dazu habe ich hier die zwei Quellen mit angegeben. Ich kann besonders dieses PDF empfehlen, falls ihr es nach meinem Video noch nicht verstanden habt. Und ansonsten steht hier in diesem unteren Teil, das ist so meistens der erste Treffer in Google, nochmal drin, wie man sowas genau umsetzt, und da ist alles schriftlich erklärt. Hier sind so ein paar Bilder dabei beim oberen. So, was ist also Exception Tunneling? Wir stellen uns einfach mal vor, wir haben eine Exception. So, und wir haben einen Tunnel. Und ja, wir geben die Exception in den Tunnel rein und die Exception kommt irgendwo hier hinten am Tunnel wieder raus. Was ist das Besondere an diesem Tunnel jetzt? Kurzes Beispiel aus der Realität: Wenn ich eine Straße baue, die in einen Tunnel führt, weil da oben drüber irgendwie so ein Berg aus irgendwelchen grünen Pflanzen ist, dann ist das Besondere an diesem Tunnel, also ich meine, ich habe hier eine Straße und ich habe hier eine Straße, das Besondere an diesem Tunnel ist, hier können irgendwelche Tiere spielen, Kinder spielen, was auch immer. Und die bemerken überhaupt nichts von diesem Tunnel. Der ist einfach da, aber die bemerken das gar nicht. Und genau dasselbe macht man bei diesem Exception-Tunneling genauso. Es geht darum, eine Exception zu werfen, von der ganz viele Dinger, die hier auf diesem Tunnel liegen, nichts merken, um sie dann am Ende irgendwo hinzugeben, wo sie tatsächlich dann bemerkt wird. Und das ist dann eben hier der Ausgang. Und das ist der Eingang. So, und jetzt kommen wir zur Frage, warum macht man sowas und wie macht man sowas überhaupt? Ich hoffe, wir bleiben auf dieser Seite hier. Der Grund, weshalb man sowas macht, ist, weil in Java alle Exceptions, die geworfen werden, irgendwo angegeben werden müssen. Das bedeutet für uns, dass bei so einer Funktion, void, foo, ist jetzt eigentlich mal egal, dieses Ding hier nicht funktioniert. Warum? Weil man hier angeben muss, dass eine Exception geworfen wird. Eine sogenannte Checked Exception, weil sie vom Compiler hier an dieser Stelle überprüft wird, ob man sie dann auch nachher irgendwo im Programm tatsächlich abfängt. Oh, und da ist uns das Rohr weggegangen. Jetzt kann es aber sein, und das ist der Grund, weshalb man das benutzt, dass ich ganz viele Funktionen habe, die, wir machen das mal hier schnell wieder weg, damit man da nichts Komisches denkt. Jetzt kann es sein, dass ich ganz viele Funktionen habe, die nichts von irgendeiner Exception wissen sollen. Und das sind genau die Funktionen, die hier in diesem, dann mache ich das hier mal weg, die in diesem Bereich hier oben liegen oder hier, wie auch immer. Die sollen überhaupt nichts von der Exception mitkriegen. Und wie realisiert man sowas? Indem ich eine Checked Exception, also eine Exception, die ich normalerweise hier oben reinschreiben würde, in eine Runtime-Exception reinschreibe. Eine Runtime-Exception ist eine Unchecked-Exception. Boah, dieses Wort ist schwierig. Und muss entsprechend nicht hier oben geschrieben werden. Das heißt konkret, um diesen Tunnel hier zu verwirklichen, nehme ich meine Exception, die eigentlich eine Checked-Exception ist, packe sie in einen Briefumschlag. Durch diesen Briefumschlag wird sie dann durch beliebig viele Funktionen oder was auch immer durchgeleitet, weil keiner beachtet diese Runtime-Exception erstmal, bis sie irgendwo auf den Catch kommt. Und hier am Ende muss ich natürlich auch implementieren, wird dann genau diese Runtime-Exception, die hier erstellt wird, abgefangen. Dafür male ich mal hier so einen, weiß nicht, so einen Lautsprecher dafür. Kann man das so machen? Eigentlich ist es ja kein Lautsprecher, sondern mehr ein Mikrofon. So, was macht der? Das ist so eine Art Poststelle. Der guckt also jetzt in den, der bekommt den Briefumschlag hier rein. So, der Briefumschlag ist drinne. Und was macht der? Er guckt in den Briefumschlag rein. Und was ist da drinne? Natürlich unsere Exception, die wir vorhin reingetan haben. Die Checked Exception. Und die kann er dann an dieser Stelle nochmal werfen für alles andere, was in irgendeiner Form damit umzugehen hat. Oder vielleicht fängt er sie auch selber direkt ab. Ja, und das war es im Grunde auch schon von diesem Exception Tunneling. Kurz zusammenfassend, eine Exception wird in eine Runtime Exception gemacht, damit sie unchecked wird. Damit wird sie von beliebig vielen Funktionen ignoriert und irgendwo wird die Unchecked Exception wieder abgefangen, in eine richtige Exception umgewandelt sozusagen, weil das natürlich hier vorher wie in so einem Briefumschlag gespeichert wurde und dann weiterverarbeitet. Warum macht man das? Weil man in diesen Funktionen hier in der Mitte, die getunnelt werden, vielleicht das gar nicht beachten will. Ich habe jetzt gelesen, dass das wohl mit sehr generischen, in einer sehr generischen Umgebung eingesetzt werden könnte.